Einen wunderschönen, liebe Community. Heute geht es um unser Drift Car, also den E36 Drifter. Und unser kleines Bubu an der rechten Seite, / Beifahrerseite, wo wir unseren kleinen Unfall gehabt haben. Wer es nicht gesehen hat, hier oben das Video oder... Ja. Genau, haben wir leider keinen Fehler gemacht. Passiert, aber die Fahrzeuge sind dafür da. Man muss damit leben. So ist der Sport. Und ja, wir werden das Ganze wieder richten, mehr oder weniger. Das, was jetzt wirklich kaputt ist, das werden wir natürlich dann halt austauschen. Was am schlimmsten ist, werden wir uns jetzt hier angucken. Ich habe den extra mal aufgebockt, weil wir auch ein Problem mit der hydraulischen Handbremse hatten, aber das war unabhängig vom Unfall. Aber ich kann euch sagen, es hat alles standgehalten, was standhalten muss. Kühler ist ganz geblieben, alles andere ist ganz geblieben. Bis auf Scheinwerfer, Nierenblech, Kotflügel, Motorhaube. Ja, ich würde sagen, machen wir mal die Motorhaube auf, gucken wir uns das Ganze mal an. Mal gucken, ob die Motorhaube aufkriegen. Meiner Meinung nach, der übelste Schaden ist hier. Wie ihr erkennen könnt, hat sich das Ganze hier so ein bisschen hochgebogen. Ja, wenn wir das hier wegmachen, das ist runtergebogen. Hat sich hier ein bisschen aufgestaucht. Und das wird meiner Meinung nach der schlimmste Fehler sein, den wir hier zu beheben haben. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Scheinwerfer, dass der rauskommt. Vielleicht danach das Nierenblech eben. Und wo das Nierenblech ja auch nicht mehr wirklich fest war. Das war ja nur hier an einer Stelle fest. Ja. Und dann mal gucken, dass wir das hier halt vielleicht ein bisschen gerade kriegen. Ich habe so eine Idee, wie wir das hier hinkriegen. Das sollte auch, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht gar nicht so schwer sein. Aufpassen, scharf, ne? Glas und so. Ich will überlegen, auch gar keine normalen Scheinwerfer mit einzubauen. Hier wird der Klimatrockner festgeschraubt. Ist auch kaputt. Ja, aber sonst sieht doch gar nicht so schlimm aus. Sieht doch schon fast wieder heil aus. Haben wir auch was gesagt, die Kamera. So schlimm ist doch gar nicht aus. Das ist wirklich nicht so schlimm, nur was gebrochen ist. Der Halter. Der Klimahalter, okay. Den Trockner, aber der kann hell raus. Ja, ja. Mal den Kotflügel zurückbiegen. Jetzt wird nie was passiert werden. Jetzt kommt der schöne Teil. Und zwar, dass wir nach oben biegen. Ich habe hier einen Balken. Mal auch ein Stückchen hoch machen, wenn der runter passt. Ja, liegt an. Mal weiter. Ja. Ja. Ja, langsam, langsam, langsam. Ich habe nichts gemacht. Mach mal hoch. Ja, weiter. Ja. Das ist nicht kurz einmal entspannt und dann halt machen wir nochmal. Aber das sieht sehr geil aus. Ja. Ich mach mal ein Stückchen. Nee, mach ruhig. Weiter? Ja, mach weiter. Ich will nur weggehen, falls was fliegt so oder so. Mach weiter. Ja, weiter. Ja, wunderbar, ist was raus. Warte kurz, bleib los so. Fast komplett gerade. Okay. Stückchen fehlt noch, siehst du ja, hier ist noch so eine... Ja, ja, ja. Aber das ist auch hochgekrempelt von ja, dem, ja, klar, ne? Klar. Aber das hier geht raus. Hier das. Ja. Mach mal ein Stück, ja? Noch ein Stück? Ja, weiter? Oh, wunderbar, weiter. Ja? Mach ruhig. Nicht, dass er runterfällt. Ist egal. Ja, weiter? Ja, sieht gut aus, weiter? So, jetzt lassen wir den mal so stehen.
Kann auch gleich sein, dass der Balken einfach wegrutscht oder so. Ja, deswegen. Einfach mal kurz so stehen lassen. Aber, Bruder, das ist aber richtig gerade. Meine Idee hat ja richtig gut funktioniert. Guckt euch das mal an. Ah, das hier schnurrt in der Luft. Ja, das ist nicht schlimm. Das muss ja Gewicht muss ja drauf. Das ist ja, aber guckt euch das mal an, wie gerade das da ist jetzt. Das ist ja saugeil. Das Ding ist, wir müssen den, um Metall wieder zurück in ihre Ursprungsform zu bringen, musst du den ein bisschen überdehnen, logischerweise. Weil wenn du ihn jetzt loslassen würde, wird er fast zurückgehen wie vorher. Das heißt, wir müssen noch weiter runter. Okay. Wir müssen da noch weiter runter. Alles doch kein Kommando. Ja, dann gib ihm noch ein bisschen. Ja, noch ein Stück. Oh, das sieht schon sehr geil aus. Lass mal kurz gucken, ob sich nicht unten noch was jetzt reißt oder so. Ja, der untere Teil löst sich jetzt quasi von dem oberen, weil das ist ja da gepunktet unten. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich würde schon fast sagen, wir können jetzt einmal wieder hochgucken. Oder soll ich ihm vorher einmal einen Hammerschlag geben, dass er vielleicht auf so... Auf den Punkt? Ja, ja, genau, genau. Schön ob der Knick. Dann können wir einen Gummihammer erstmal hauen. Ja. Aber der ist komplett weg hier. Das ist jetzt, meiste Teil hat der Kotflügel abgekriegt, aber wenn ihr was auf Spannung habt und den dann schlägt, dann zieht sich das so auseinander. Das, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Ja, lass mal leicht hoch. Gucken wir mal, was passiert. Ja, weiter. Ja, ja, nee, mach mal weiter. Es ist, ich sag, ziemlich nah an gerade. Die Krabbe hier muss ein bisschen weiter rüber und bitte reingehen. Ah. Jo. Ja, der ist ja jetzt hier oben verbogen, ne? Ah, nee, der, guck, der ist verbogen. Ah, okay, ja. Der hat auch einen. Halt mal fest, dann hau ich da mal einen Hammer vor. Ja, ist ja klar, wenn die ganze Haube nach links rutscht. Guck mal. Mauser. Ja, kannst du, ja. Ja. Ich würde sagen, hier muss ein Bild, damit die Leute das auch sehen, was ich hier mache. Wenn wir jetzt hier den Balken so nicht. Ja, in dem Moment. Siehst du, der ist ein Stück. Lass ihn weg. Das ist nie welche Schrott, da wollen wir nicht so. Ja, gut, okay. Okay. Das ist klar. Machen wir mal ein Stück hoch. Ja, wobei, ich komm zu. Nee, ich hoch. Ja, ich weiß. Das ist, glaube ich, über die Eingasse. Was, oder? Ja. Ja, es hat hier ein bisschen geknackt. Ach so, ah, okay. Lass uns mal ein Stück hoch. Ich muss ein bisschen weiter hier hoch. Ah, geht nicht. Doch jetzt. Ja. Ganz leicht, glaube ich. Hast du eingerasselt? Nein. Ja, dann mach weiter. Nee, ist eingerasselt. Oder? Nee, mach noch ein Stück. Ja. Nicht so weit, weil nicht, dass die aufspringen. Ja. Weiter, tiefer. Ist er da eingerasselt? Machen wir weiter, oder? Nee. Mann. Also ich würde gerne hier hin, aber da geht's nicht. Das ist schon sehr live. Ich weiß, ob du keinen Bügel bekommst, dann dürft ihr hier nicht weiter bleiben. Nein, den krieg ich. Schön, noch für hier. Ja, meinst du? Ja. Ja, das ist gezogen, komischerweise. Ja, das war. Das ist ganz klar. Ja, und man trifft. Weiter, oder? Ja, stopp. Ja.
fast perfekt, ey. Hier dran. Da war aber auch, mein Gott. Das ist aber auch gar nicht mal so bad, ne? Leute. Jetzt mal ohne Witz. Do it again. Selbst dieser Kotflügel kommt langsam wieder so ein bisschen in Form. Ja, dass er leicht wellig wird. Hey, ja, okay. Hier ist eine Delle. Ja, gut. Aber das. Warte. Der Reifen hat zu wenig Luftdruck dafür. Ja. Also. Ich habe schon schlimmere Kotflüge gesehen, sag ich, wie es ist, ne? Naja, leider, also hier vorne ist es zu viel, finde ich. Meiner Meinung nach, ja gut, vielleicht kriegen wir den da auch noch wieder, wenn das alles ein bisschen gelöst ist. Mhm. Ne? Aber meiner Meinung nach, wenn wir den Kotflügel wieder hinkriegen, neues Nierenblech, die M-Schussstange zusammen kleben, flicken, ja, wie auch immer, drauf schallern, da das LED-Licht reinbasteln. Ja, beide Seiten LED. Und fertig ist der Lachs. Fertig, ihr Lachs. Also, da sehe ich jetzt gar kein Problem. Wo ist die Halterung für die Stoßstange? Die ist doch genau an der richtigen Stelle jetzt. Da. Nein, hier, das hier unten. Ach, das unten. Aha, der da. Warte, ich mache dir mal ein bisschen Platz zum Gucken. Guck da, mal. Dieser hier. Ja, aber guck mal, wie das jetzt krass nach oben gekommen ist. Warte mal, nein, wir haben das hier nach oben gebogen. Das ist nach unten. Guck mal. Zack. Ey, ich würde die Scheibe verpasst sogar wieder. Ey, ich sag dir ganz ehrlich... Motorhaube, Kotflügel, Nierenblech, Stoßstange, kein Mensch wird sehen, was passiert ist. No. Hundertprozentig nicht. Aber man muss ja Gott sei Dank nicht. Ja, nein, das Blech hat sich hier in der Mitte getrennt. Das ist das Einzige, ja, gut, was man sieht. Gut, dann zeig mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier zwischen hat sich, wenn du von da guckst, siehst du es, glaube ich, hier zwischen den beiden. Wenn er mal ein bisschen... Ah ja, da genau, da, jetzt habe ich ihn. Da, das hat sich da gelöst. Das ist der untere Teil vom Domträger und... Nach oben hin. Ja, aber das ist normal, das war ja abzusehen. Ja, gut. Hey. Aber das ist das Strukturstück. Und dass wir das wieder in die gerade Richtung gebogen haben. Hey. Und das hat jetzt gedauert? Also getane Arbeit 15, 20 Minuten. Ja, maximal. Ja. Also wenn das Video 20 Minuten ist, habt ihr alles gesehen. Gerade? Ja, hier hast du einen Klickdrillen, aber ansonsten. Ja, komm. Komm ungefähr. Mach mich voll. Also, guck nicht, dass es voll läuft. Warte, nee, die ist nicht richtig drin. Die ist unten. Mach mal. Willst du pumpen? Ja, mach mal. Warte, ich mach Decke hoch. Hier, ne? Ja, stopp. Das ist nur der Sattel. In der Zwischenzeit haben wir Post bekommen. Und zwar habe ich hier solche LED-Strahler-Dinger bestellt. Ihr seht da schon einen dran. Voll nice, oder? Das ist mein neuer Scheinwerfer jetzt. Für Drifter. Vielleicht müssen wir den Halter noch ein bisschen bearbeiten. Weil gefallen tut mir das nicht so, wie das steht. Aber das kann man ja variieren, wie man möchte. Den so festschrauben und dann steht er ein bisschen schräg. Voll geil. Man kann die auch in der Seite noch ändern. Weil die haben hier so eine Mutter hinten drin, ne? Die man so bewegen kann. Also da wird das noch festgeschraubt. Coole Sache eigentlich. Für, ich glaube, 12 oder 14 Euro habe ich die gekauft. Ich denke mal, ist die billigere Art, als die ganze Zeit die originalen Scheibenwerfer kaputt zu machen, ne? Nierenblech ist ja runter, liegt da neben Wolfgang am Boden, dahinter, ja, habt ihr gesehen.
Wir haben mal festgestellt, dass der ein bisschen schief ist, ne? Oder? Ja. Also minimal ist der Pralldämpfer da ein bisschen. Also nicht der Pralldämpfer selber, sondern die Aufnahme davon. Ja, dann gönn dir. Ja, war gut, gell. Das fällt alles ab, aber. Der bewegt sich gar nicht. Nee. Ich glaube, dass das sich überhaupt bewegt. Der ist da auch. Fängt er schon an, schief zu werden. Ne? Da fängt er schon an. Nein, nein, das ist doch original. Kannst du auf der anderen Seite sehen. Das ist nur hier vorne, hier unten drinne. Das ist so eine. Das ist ja beabsichtigt so eine Ecke. Ich habe jetzt hier mal einen anderen. Gucken wir mal, ob der geht. Den würde ich jetzt gleich hier reinbauen. Dann gucken wir mal, ob der einigermaßen funktioniert. Den habe ich jetzt mit einem anderen Auto gemopst. Aber ich habe, wie gesagt, alle Teile geordert. Bei einem Schlachter von jemandem. Und da kriege ich alle Teile. Pralldämpfer habe ich jetzt so mal provisorisch drin gemacht. Ich gehe jetzt mal ein paar Unterlegscheiben holen. Und dann gucken wir mal, ob der tatsächlich passt. Ich glaube schon, wenn man diesen Twist von dem Schlag ein bisschen entgegenwirkt, dann passt das. Das ist doch nicht so viel. Ein, zwei Unterlegscheiben vielleicht. Vielleicht eine dritte. Gucken wir mal. Wolfgang hat die gute Idee gehabt, dass wir uns einfach mal mit Muttern machen. Dass wir jetzt hier Muttern drauf drehen. Ich habe jetzt extra genau dieselben genommen. Ich würde jetzt mal. Ich mache jetzt mal ein paar Schrauben dran. Und dann testen wir nochmal die Stoßstange. Ich glaube, das ist gar nicht so daneben. Ob das geht. So, jetzt gucken wir mal. Die Löcher sind schon passend. Irgendwas stimmt nicht. Ja, okay, so. Ja, jetzt passen die hier. Aber ich glaube, nein. Gut, bei dir passt. Ja, ich muss hier rüber. Ja, passt. Passt. Passt jetzt. Das ist jetzt hier hinten, machst du auch hier drin. Ist komplett drin. Ja, passt komplett. Ja, aber doch vielleicht wegen dem, weil der gedreht war, vielleicht hat die Bolzen einer Seite anders. Das kann sein, die sind ja auch, glaube ich. Ja, dass sie nicht mittig sind, sondern wenn du die drehst, dass sie sich nach außen und innen verändern. Halt, aber lass mal langsam los. Ja, hey. Auch da sind die und da. Gucken die bei dir raus, die? Ja, ja. Schrauben? Ja, easy. Easy. Eine Mutter, also ich habe auf jeder Seite hier hinten eine Mutter hinter gemacht. So ist die halt, dass der so ein bisschen rauskam, das war's. Hier ist der Halter noch vielleicht ein bisschen zu weit nach unten gekippt, logischerweise, ne? Ja, der steht schief. Nee, hier fehlt aber das. Hier ja, ich bin da. Der könnte ein bisschen hoch, ja. Ja, wie viel weiß ich nicht mehr. Das fehlt ja, ein paar Millimeter. Der steht ein bisschen schief. Der steht zwar auch schief, aber der hängt ein bisschen mehr so. Ja gut, kann man ja losschrauben, das sind Langlöcher, die kannst du noch umschieben. Wer die Schraube dazu gesehen hat, weiß, dass ich noch das Nierenblech gekriegt habe. Ja, aber bevor wir das anbauen, bin ich überlegen, machen wir die Klimaanlage schon raus. Weil das habe ich damals vergessen gehabt. Aber wir können ja mal gucken. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich den Klimakühler da rauskriege. Ich denke, das ist machbar, ohne jetzt den normalen Kühler rauszunehmen. Was mir wichtig ist, ist, dass ich den Lüfter wieder dran kriege.
Das ist die Frage, ob das geht oder ob das nicht geht. Perfekt. Aber gar keinen Bock. Das ist richtig. Nee. Flex. Schon ist es ab. So, mal gucken, ob wir die loskriegen und hoffentlich ist da nichts mehr drin. Nimm mal die dahinter, nimm mal die dahinter. Vielleicht können wir ein paar davon einfach dran lassen. Die ist losgegangen? Ja. Den großen hast du. Nein. Doch. Ja. Ja, musst du Kleber noch drauf machen. Können wir auch machen. So, hier sind ABE oder irgendwie eine Nummer. Ja, natürlich. Sind auch Kleber drauf. Der hat die schlimmen Ideen, Leute. TÜV sagt ja. So, dann können wir den Kondensator schon draus machen, weil der hat ja gerade schon gewackelt. Hallo, Paul. Nee, warte, der nicht. Nee, nicht den Kondenser, meine ich. Das ist der Kühler, quasi. Hier, der. Ja, der ist doch hinten fest, der ist oben. Ah, okay. Kann man ja. Ich hab gedacht, den könnten wir schon raus. Musst du so nach unten rauskommen, einfach. Nee. Ja. Ja, das hat trotzdem noch gekühlt. Perfekt, Leute. Ich muss nur gucken, dass das hier drin bleibt, weil das ist das Wichtige, dass die Kühlung mega funktioniert bei dem Auto. Dieses ganze Plastikverkleidung, dieses ganze Duckding, da müsst ihr, also wenn ihr sowas baut, kleiner Tipp von mir, achtet darauf, dass genau das drin ist, auch wenn es jetzt erstmal nur aussieht, als wenn das irgendeine Plastikscheiße wäre. Dadurch, dass die Luft quasi immer genau positioniert wird, kühlt der so gut und trotz, dass der so aussah, das könnt ihr glaube ich gar nicht sehen, ne? Ja. Trotzdem, dass er so aussah. Willst du mal... Ich bin ja eher Staubsauger. Oder Staubsauger. Das steht da auch. Was ja nicht ganz ausgeschlossen ist. Das ist korrekt. Ja. Du hast hier ein bisschen drüber gedrückt. Ja, muss auch sein. Geht? Ja, perfekt. Ach, guck mal. Das ist jetzt ohne Nüsse auszumachen raus. Könnte. Ja, könnte. Das ist die Frage. Oh, ja, ja. Oh ja, nice. Perfekt. Alter, was da Platz ist. Ja, da kannst du arbeiten. Da kannst du einen Smart-Motor mit reinmachen. Da kannst du einen Kassier reinstellen. Ja, das ist locker. Okay, können wir hochmachen, ne? Ja. Der ist los.
Guck mal da. Was denn da? Das ist eine Schraube. Das ist ein bisschen schief. Oh. Aber geht trotzdem rum. Ich habe sogar erst festgemacht. Boah, wie neu aussieht. Neu. Die war nie raus. Hat die eine Teilnummer? Ja, ist ja wahrscheinlich schon. Da ist die nächste. Guck mal, ob ich das irgendwie... Aber, das ist aber zu winklig, ne? Oder? Ne? Nee. Da ist der Winkel etwas zu harsch für, ne? Nennt man das so? Harsch? Oh, das geht auch nicht so. Scheiße. Ja, da musst du mit der Ratschi. Oder wir versuchen das neue Gelenk, was der Marco mir gegeben hat. Marco? Dankeschön. Grüße gehen raus. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Sehr schön. Oh, sehr nice. Er ist ja auch der kleine Schlagschrauber, ne? Ja. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Warst du gestern auf einem Festival oder so? Was ist mit deiner Stimme passiert? Da ist ein bisschen heiser. Er hat wieder rumgeschrien den ganzen Tag. Das ist der Marc immer so viel anschreien. Naja, ich weiß was, der hat ja gestern seinen Mitarbeiter angeschrien. Ja, stimmt, am Telefon, ja. Kannst du auch mal einen Seitenschneider holen, Freddy, wenn du kurz kommst. Wo hast du? Das ist in der Halle. In der Halle. Oh, nicht im Motor reinfallen hier. So, das wäre die Leitung. Die wäre jetzt lose. Jetzt muss ich mein Kabel wieder hier noch wegmachen. Hast du? Hier ist der Seitenschneider. Ja, Seitenschneider. Oh, Alter, komm. Marc war gut mit dem Kabelbindern. So, hier ist irgendwo noch. Steht auf Sicherheit. Ja, hier ist irgendwo noch fest. Denk an, nicht den großen lösen, dann fällt der Motor raus. Ja, ich weiß. Das ist die obere, genau. Oh, kommt der durch oder muss der Kasten raus? Das ist ein dicker Schlauch, oder? Ja, aber es ist die Frage, ob der Anschluss wegkommt. Warte, nicht ziehen. Okay. Jetzt. Alles klar. Nummer eins. Oh, sogar ohne Beschädigung rausgemacht. So, der nächste. Der ist noch hier dran. Kannst du den auch da raus? Nein, der ist hier gut. Ach, da. Ja, das ist gut. Ja. Meine Lampe hat nicht gehalten. Ah, warte, hier ist so ein Stecker. Freddy, hier ist so ein Stecker. Dann hol den raus. Warte. Was ist denn das hier? Das ist neu. Kenn ich nicht. Vorfest ist scheiße. Der hat immer so ein Vorfest. Ne? Schönsten Ort überhaupt. Alter, im Maul. Warte. Ich warte. Kannst du den mal zudrücken? Ja. Stopp. Und Björn, wie fühlt sich das an? Erzähl doch mal ein bisschen. Sehr schön. Ganz viel Platz. Man tut sich auch gar nicht weh. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ja, zieh mal. Ah, guck mal an. Mit Trockner zu verkaufen. 30 Euro. Ja, schön. Ey, das ist aber schon ein bisschen Gewicht. Jetzt auch der Kondenser vorne und sowas. Oh, Alter! Was löst du da jetzt, Marc? Klimakompressorleitung, die letzte. Oh, los? Ja. Boah, leck mir am Arsch. Boah, das ist so fest, das Ding. Kriegst du kaum gedreht. Weil es so ein dober Winkel ist. Aber so kriegen wir es los. So, da die Klimaanlage komplett draußen ist, kann jetzt wieder zusammengebaut werden. Richtig, Chef? Ja. Gut. Ah, nee. Ich hab schon vier. Ich war so rum. So. Jetzt auch hier durch.
Steak wieder drauf. Zack, zack. So, weißt du? Weil dann die zu weit war. So. Dann kam der. So. Und dann kam wieder der Kraftstoffwasser. Hey doch. Ein bisschen Spack, das muss jetzt ein bisschen mit Gefühl oben drauf oder? Ja, und Butter. Ja, das ist hier, weil das verbogen ist. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Genau. So, geht doch. Perfekt. Wir haben uns aber erstmal die Rundpins gewidmet, dass wir die dran kriegen. Jetzt kriegen wir die Motorhaube nicht fest, logisch. Ja, das ist mal drauf gemacht. Wir haben uns eine gute Position ausgesucht. Und jetzt, um das Ganze auszurichten, werden wir uns ein bisschen Fett nehmen. Und der Jens hatte doch hier die Tube. Ja. Ja. Nehmen wir uns hier ein bisschen Bremsenpaste oder sowas. Machen das hier wieder dran. Dass sie da drauf drücken. Jetzt haben wir hier unsere Punkte. Sind wir bereit. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Bitte erkennen. Geilo. Ja, jetzt heißt es bohren. Ich weiß nicht, wie viele Tage später, aber ich denke so roundabout einen Monat fast, ne? Ja. Wo wir das letzte Mal, also wo wir jetzt hier angreifen. Ihr habt gesehen, Front ist soweit drauf, aber nicht fest. Das müssen wir jetzt noch machen. Denn, Chef, wann haben wir Drift-Event? Sonntag. Wie viele Tage sind das noch? Was haben wir heute? Donnerstag? Ja, zwei, die wo ich arbeiten kann, theoretisch. Ja. Weil ich am Samstag leider keine Zeit habe. Ja, gemacht werden muss. Wir haben den Kettenkasten zu. Ihr seht, da ist eine Schraube offen. Und da oben drin auch irgendwo. Deswegen läuft hier Öl raus. Ja, Marc war so schlau, den Klimakompressor abzumachen. Hat vergessen, die beiden Schrauben da wieder reinzumachen. Ja, ist natürlich passiert. Ne? Wollen wir nichts drüber. Hat keiner gesehen, sagen wir einfach, ja? Okay. Genau, so gute Einstellung, Chef, gute Einstellung. Mach mal ein bisschen sauber bitte, ne? Weil das ist schon ein bisschen eklig. Ich mag sowas gar nicht, ne? Also wenn das dann Öl, vor allen Dingen auf dem Track irgendwie Öl hinzulassen. Voll gewiesen. Ja. Ist wie deiner, ne? Aber hier ist auch wieder alles fresh. Wir haben den Klimadings herausgemacht. Ich muss jetzt alles so ein bisschen so zusammen reden, was wir gemacht haben, beziehungsweise was gemacht wird oder gemacht werden muss. Der Björn ist auch da. Sag mal, hallo Björn. Hi. Na? Und was machst du denn hier? Ja, fachmännische Reparatur? Instandsetzung, ne? Instandsetzung, Reparatur? Ja. Das ist, ach so. Oh. Ja. Das ist ja ein bisschen sexy, ne? Ne? Das ist ja echt ein bisschen sexy. Das hat... Oh,
habe ich kaputt gehauen. Ne? Weiß ich nicht, warum hast du kaputt gehauen? Der war schon abgeschnitten, kannst du dich nochmal verwenden? Auch. Wieso schmeißt du dich am Boden lieber? Ja, komm, weg damit. Hey, also Björn fixt die Stoßstange. Wie ihr seht, mit den berühmt-berüchtigten Gabelbinders. Ja, und es ist leider der Reis ausgegangen. Ach, nicht der Reis, die Nudeln. Ja, die Einzelnudeln sind stimmt. Ausgegangen. Ja. Ey, wirklich, ich habe zu Hause wirklich keine mehr. Ich war voll traurig von gestern, wo ich essen wollte. Ja. Ja, das schwarze Kabelbinder machen wir eben drum. Das sieht gar nicht mehr so schlimm aus, guck mal. Sieht wie aus wie eine Stoßstange, ja. Ne? Jetzt müssen wir nur aus dem Kompakt gleich den Aluträger klauen und uns irgendwas hier überlegen, dass wir irgendwas hier machen. Vielleicht machen wir so eine Metallplatte einfach dahinter oder sowas. Was ist, können wir die nicht mehr festschrauben. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das sollte kein Problem sein. Ne? Da sehe ich eher das kleinere Problem drin. Ne? Ja, wie gesagt, Front zusammenbauen und dann ist das eigentlich schon so gut wie durch. Hatte ich noch irgendwas gesagt, Jungs? Handbremse. Stimmt, halt nur noch mal gucken, ob wir die noch mal ein bisschen besser kriegen. Also, man muss die so weit ziehen. Dann müssen wir mal gucken. Der Chef macht schon sauber hier. Geht das weg? Ach Gott, das ist ja frisch. Deswegen geht das alles weg. Der Motor ist ja auch übel gut eigentlich. Ne? Ja, Reifen-Setup haben wir bestellt. Also ich habe neue Reifen bestellt für hinten. Warum der Unfall überhaupt passiert ist, meiner Meinung nach, ist halt, dass wir einen sehr, ja, ich sag mal, Grip-Setup fahren. Was eigentlich zu viel ist, oder? Was sagt ihr? Ja, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also es ist wirklich sehr schwer an der Grenze, würde ich schon behaupten. Ja, das schon. Und mit 5 Bar geht das dann. Aber es ist schon schwer fürs Auto. Also auch im Nassen, das richtig kontrolliert schön zu lassen, ist schon ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich jetzt anstatt 205er, das waren hier 205er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo steht hier. Irgendwo steht es hier. Ah, 245, 17. Habe ich jetzt noch bestellt 195, 40, 17. Die machen wir auch drauf, um zu testen. Das ist einfach nur, ich nehme jetzt einfach noch einen Satz mehr mit, einfach um zu testen und zu hoffen, dass das unser Problem löst. Beziehungsweise, dass man halt mal so ein paar Daten kriegt, ne? Was besser funktioniert, oder, Team? Genau. Ja. So, jetzt habe ich wieder genug gequatscht. Jetzt machen wir mal da oben fest. Gucken wir mal, vielleicht sogar. Ja, Ölwechsel habe ich erst gemacht. Also ein Event sollte noch mit dem Öl klarkommen, ne? Ja, können wir dann nach dem Event nochmal einen Ölwechsel machen. Übrigens kann ich dann nur empfehlen, ne? Link findet ihr in der Beschreibung. Na gute Rabe 0. Ja. Langer Partner hier auf dem Kanal. Also, das hält das Ding zusammen. Ey, voilà! Tada! Sieht wie eine Stoßstange aus. Und es hält. Guck mal, beweg mal, dass das richtig stabil ist. Ja, also, stabil ist wieder. Warte, ich guck mal, oder? Guck mal, ich hab sogar den Karton gesagt. Ja. Mach den mal. Zeig mal das übel. Genau. Ja, sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja, wir sollten nur fest. Oder ist schon. Nee, müssen nee, wir müssen noch festschrauben. Genau, unten ja. Festschrauben. Okay. Schrauben haben wir auch schon drin, ne? Für den Kettenkasten, ne? Ja. Chef hat kontrolliert und sauber gemacht auch. Dann nur noch Nierenblech festmachen. Da so eine kleine Platte drin, zeige ich euch gleich, weil das hängt da ein bisschen drüber. Stoßstange drauf und entlüften, das war's. Eigentlich. Dann haben wir den Drifter eigentlich so gut es geht fertig. Stoßstange. Gucken, ob sie passt. Bei mir passt. Was sagst du dazu? Ja. Hält. Ja. Würde ich auch sagen, ne? Fest. Fest? Ja, sieht hier ein bisschen doof aus, aber das knicken wir gleich ein bisschen runter hier. Ne? Ja, unser Konstrukt hier. Könnt ihr euch angucken. Winkel, Blech, Blech, Winkel, Winkel, Blech. Hält. Boah, war voll reingezoomt, sorry. Ja, und Kabelbinders hier. Nicht vergessen. Ne? Die müssen sein. Ja, das sieht einigermaßen okay aus, ist nicht ganz perfekt hier, aber ich meine aber. Können wir ja mal runterlassen, mal so gucken. Ja, mach mal runter. Gucken wir mal. Ja, hier, das gefällt mir noch nicht, aber da kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen gerade gebogen. Ne? Aber danach haben wir nur noch entlüften. Das war's. Ja. Läuft doch. Fast fertig, Leute. Wir haben eigentlich alles gemacht, was wir heute machen können. Richtig, Chef? Jo. Ja. Entlüftet ist. Schwing dich mal rein und zieh mal die Hydro. Dann können wir den Leuten das mal zeigen.
Vorher konntet ihr die fast bis zum Arm ziehen. Jetzt, oh, lass doch die Blätter da drin. Nein. Jetzt müsst ihr euch das mal angucken. Das ist ganz krasser Unterschied, oder? Ja. Ja? Ja. Man hört sogar hinten knacken. Ja. Perfekt. Ja, Ölschein hat Chef kontrolliert, ist gut. Ja. Ja. Scheinbar ist der Kettenkasten trocken, das werden wir dann morgen sehen. Wir haben den jetzt gerade mal kurz laufen lassen, gucken wir mal. Ja, und dann haben wir es eigentlich, oder? Dann heißt es wieder zusammenpacken, morgen, aufladen. Und dann heißt es ab zum Drift-Event am Sonntag. Also in 3 Tagen, theoretisch. Ja, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit, wir haben E36 zu machen hinten. Selbe Auto. Ja, und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit, die etwas länger ging bei dem Video hier. Der Chef sagt jetzt tschö. Tschö. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Nicht zu vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und schöne Grüße vom Chef dazulassen. Ja? Haut rein. Tschüss.